Dankeschön, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem gemeinsamen Start in die neue Woche hier. Ich hoffe, Sie sind gesund. Helmut Zerlett erkältet, massivst erkältet, schleppt sich trotzdem hierher. Sie wissen, the show must go on. Ja? Viele unserer Mitarbeiter sind erkältet. 80% haben die Nase zu, 20% sogar wegen Schnupfen. Ich selber bin aus rätselhaften Gründen nicht erkältet. Ich glaube, bei mir ekeln sich mittlerweile sogar die Viren. Ich weiß es nicht, war sonst immer, Sie erinnern sich, früher in den ersten Jahren sehr anfällig, kaum wehte mich ein Lüftlein an, wuff, 2 Wochen bewusstlos, aber jetzt fit. Wahrscheinlich auch, weil ich mir sage, bei den Meldungen, die heute anliegen, muss man ja gesund sein. Unser großartiger Superstar des Kabinetts. Sie wissen, der ein oder andere im neuen Kabinett bekommt durchaus gemischte Kritiken, eher nicht. Josef, oder wie wir die FDP-Fans ihn nennen, Joschka Fischer. Joschka Fischer wird im April zum 4. Mal heiraten. Herzlichen Glückwunsch, seine neue junge Lebenspartnerin Nicola. 29 Jahre alt. 29 Jahre alt. Und die Fachleute unter Ihnen werden wissen, Moment, wenn einer heiratet, dann muss er doch erst geschieden sein. Also wenn er zum 4. Mal heiratet. Ja, richtig. Joschka Fischer wurde kürzlich geschieden in Frankfurt. Und das Tolle ist, er hat es nicht als Scheidungssache laufen lassen, sondern Konkurssache Fischer. Da wird der Ehemann zum Konkursverwalter. Ja? Konkurssache Fischer. Ich bin mir nicht ganz sicher, heißt es eigentlich bei den Grünen auch Scheidung? Ja? Heißt es Scheidung oder sanfter Ausstieg aus dem Ehevertrag? Es heißt Scheidung. Ja. Ich muss sagen, seit der Außenminister ist er ja so viel unterwegs, dann kann man schon wieder an die Ehe denken. Man ist ja selten mal zu Hause. Die vierte Ehe, damit ist er eigentlich schon fast ein richtiger Sozialdemokrat. Joschka Fischer hat ja durch Jogging und Fitness und Alkoholverzicht so stark abgenommen, er trägt ja die alten Eheringe jetzt als Armreif. Wir haben heute Abend großartige Gäste. Unser erster Gast ist ein fabelhafter Komödiant. Wirklich ein unglaublich komödiantischer und komischer Schauspieler, der aufgrund seiner Vielseitigkeit auch zum Beispiel die deutsche Stimme von Robin Williams ist. Bei uns zu Gast heute Abend unser Freund Peer Augustinski. Und unser zweiter Gast ist eine junge Kollegin. Sie moderiert seit neuestem Bravo TV. Und ich habe mich vorher kurz mit ihr unterhalten, als wir uns begrüßt haben. Und schon wieder bin ich einem Irrtum knapp entgangen. Sie kommt aus Aalen. Und ich dachte, das ist das Aalen in Baden-Württemberg. Ostalbkreis. Oder wie wir dort sagen, Schwäbisch-Sibirien. Aale. Bis vor kurzem ohne Autobahn, seit neuestem aber mit Strom. Aalen. Tolle Stadt in Baden-Württemberg. Nein, sie kommt aus Aalen mit H. Hier im Münsterland, wo, wir Älteren erinnern uns, das berühmte, fetzige Aalener Programm der CDU, damals 1852, entstanden ist. Die Moderatorin von Bravo TV, Nova Meyer-Heinrich. Ich habe gestern so groß eine sensationelle Meldung gelesen im Nachrichtenmagazin Fokus. Und zwar folgendes. Man hat jetzt etwas erforscht, was wirklich mal notwendig war. Wo sind die glücklichsten Menschen der Welt? Haben Sie es auch gelesen? Wo leben die glücklichsten Menschen der Welt? Und man hätte es wissen können. Die glücklichsten Menschen leben in Venezuela. In Venezuela, im Norden von Südamerika. Platz 2, auch das war eigentlich klar, Nigeria. Selbstverständlich. Ja.
Und Platz 3, für mich überraschend, Island. Wir Deutsche sind unten irgendwo, ich weiß nicht, zwischen DDR und Österreich oder so. Ja? Also wir sind ziemlich weit unten. Ja? Wir sind nicht so gut drauf wie die Venezolaner, wie die Nigerianer und die Isländer, die Isis. Ja? Das drittglücklichste Volk sind die Isländer. Und zwar, sie sind deswegen so glücklich, weil sie nicht in Nigeria oder Venezuela geboren wurden. Ja. Dann, wir Deutschen. Wir Deutschen sind nicht glücklich. Gut, das wissen wir, damit leben wir. Dafür waren wir mehrfach Weltmeister, liebe Nigerianer. Ja? Wir Deutschen, ich selber bin auch nicht glücklich, aber ich bin happy. Ich bin happy, ich habe Fun und ich bin gut drauf. Und bei den Deutschen ist es unterschiedlich, warum wir nicht glücklich sind. Ja? Die einen sind unglücklich, weil sie Ossis sind, die andere, weil sie Ossis haben. Ich nicht. Sein, haben. Sein und haben, kommen und gehen. In diesen Jahren, in diesen Tagen feiern wir das Jubiläum 72 Jahre Toaster. Das muss ich wirklich sagen. Ja. Erstmals vor 72 Jahren wurde Toast mittels eines Zeitschalters automatisch ausgeworfen. Hat nichts mit Lunge zu tun, automatisch auswerfen. Ja? Ich habe so einen Billigtoaster zu Hause für 19,20 Mark. Den gab es mir irgendwo als Treueprämie, glaube ich. Und es ist kein Witz, jedes Mal, wenn der Toast rausspringt, fliegt er hinter das Regal. Aus diesem Grund wird nicht mehr getoastet. Ja? Das schimmelt natürlich auch mit der Zeit, der Toast. Wie viel Platz braucht so ein Toast zwischen Wand und Regal? Ich meine, viele Ehepaare hätten sich beim Frühstück wirklich nichts zu sagen, wenn man nicht sagen könnte, ist 3 schon zu heiß? Mach mal 4. Nee. Was ist denn jetzt brauner? 4 oder 2? Wenn man nicht weiß, wie die Stufen eingeteilt sind. Ja? Gerade im Winter ist das schwer auseinanderzuhalten. Wenn Sie hören, wird draußen Eis gekratzt, ja? Oder drinnen das Verbrannte vom Toast. Was ist das Beste am Toaster? Ja, die Krümelschublade. Oder? Zieht man weg. Ich ziehe sie alle 3 Wochen raus und nehme sie dann als Croutons für die Brühe. Gibt es auch schon fertig, ja? Aus der Backelsuppe, wie wir zu Hause gesagt haben. Wir konnten uns ja keine leisten, wir konnten so vom Reinschauen bei den Nachbarn. Backelsuppe. Wir selber haben ja zu Hause Suppe gemacht aus altem Kaffeepulver. Aus dem Schunkel. Brauchten Kaffeepulver, Kaffeesuppe. Alle um den Tisch rum gesessen, eine Topf in der Mitte, jeder seinen Löffel. So war das damals. Für Wohngemeinschaften ist es ganz, ganz wichtig, ja, beim Bräunungsgrad bitte frei wählen. Stufe 2, Stufe 4, je nachdem, wie stark der Schimmelbefall schon ist, wenn Sie das Toast reingeben. Toast! Schimmelt ja unglaublich schnell, ja? Noch schneller schimmelt, wenn es erstmal offen ist, Marmelade. Ich habe neulich bei mir ganz hinten im Kühlschrank ein Marmeladeglas gefunden. Das war so stark verschimmelt, ja? Man konnte wirklich nicht mehr erkennen, was ursprünglich für Marmelade drin war. Kleine Schimmelkugeln drin. Nichts mehr zu erkennen. Autsch! Und jetzt kommen wir zu einem Thema, meine Damen und Herren, von dem wir gedacht haben, schade, es ist nicht mehr aktuell. Falsch! Nächste Woche kommt Ihr Buch auf den Markt und Monika Lewinsky löst eine Hysterie aus, die kaum noch zu beschreiben ist. Jedes Detail in diesem Buch wird mit Interesse verschlungen. Monika sagt, ich bin ein Medienopfer, wie damals Lady Di, sagt sie. Ja? Ihr Buch ist schon vor dem Erscheinen auf der Bestsellerliste. Und dazu muss ich nachher noch etwas genau sagen. Birgit Schrowange wird am Donnerstag auf RTL ein Interview mit ihr zeigen. Angeblich das erste, aber das ist nicht richtig, das zeige ich Ihnen gleich. Ja, es ist nicht das erste Interview mit Monika im deutschen Fernsehen, sondern Sie ahnen, wo dieses erste Interview war. Ja. Es ist wie bei allen professionellen Schriftstellern, auch das Buch von Monika Lewinsky ist durch harte Arbeit am Schreibtisch entstanden.
Sie muss natürlich noch viel lernen, Monika. Ja, sie gibt jetzt Pressekonferenzen und die ersten drei Mikrofone, die man ihr hingehalten hat, hat sie abgeleckt. Woher soll sie es wissen? Ja. Ich freue mich schon drauf, wenn Marcel Reich-Ranicki im literarischen Quartett das Buch bespricht, ja, und sagt, ich sehe betroffen, Vorhang zu und alle Hosen offen. Sie vergleicht sich wirklich im Schicksal mit Lady Di. Darf sie das? Andererseits, wenn man an Clintons bestes Stück denkt, Like a Candle in the Wind. Ja. Ja, die Frage ist, welches Lied würde Elton John für Monica singen? I'm still standing. In Wahrheit ist Monica kein Sexluder, ja, sondern ein naives, unschuldiges, missbrauchtes Medienopfer. In Deutschland würde man sagen, eine ganz normale Tagesschausprecherin. Von Monica. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Interview von Monica mit Birgit Schrowange, denn von Monica kann eigentlich Birgit Schrowange lernen, was sie für ihre Karriere hätte tun müssen, um sich die langen Jahre beim ZDF zu ersparen. Ich habe schon gesagt, das ist nicht das erste Interview bei RTL. Das erste Interview mit Monica war exklusiv vor einigen Wochen hier in unserer Show. Ich hab's nochmal für Sie. Gibt es nicht wenige, die sagen, Monica Lewinsky, dieses Leben ist ruiniert. Was will eine junge Frau noch machen, die dem Präsident der USA einen Bärendienst erwiesen hat? Deshalb möchte ich, und ich sage nochmal danke, dass Sie bei uns für lau dieses Interview geben, fragen, Miss Lewinsky, wie fühlen Sie sich heute Abend? Und wir haben keinen Pfennig bezahlt. Das hier war, das war eine Sensation, zum ersten Mal zwei Monate hintereinander unser Liebling des Monats, Susanne Stahnke, formerly known as Tagesschausprecherin. Jetzt haben wir einen neuen Monat, den März, und da ist es wieder an Ihnen zu sagen, jetzt mache ich von meinem Recht als freier Bürger und Wähler Gebrauch. Ich beteilige mich an der Wahl zum Liebling des Monats März. Unsere Vorschläge zur Wahl des Lieblings Monat März. Nach 30 Jahren die absolute Nummer 1 und besonders toll, wenn Sie mal ganz schnell nach Amerika müssen. Übrigens, liebe Ossis, Überschall bedeutet, die Strecke von Dresden nach Leipzig in weniger als 6 Stunden zurückzulegen. Und schließlich Kandidat 6. Der tolle Fokus-Glücksforscher, der uns endlich mal klipp und klar gesagt hat, dass in Venezuela die Menschen am glücklichsten sind. Sehr schön. Sein Name ist übrigens Michali Csikszentmihalyi. Weiterhin viel Glück damit. Und nun sind Sie dran. Drücken Sie jetzt auf den Knopf an der Unterseite Ihres Fernsehsessels. Dankeschön. Sie haben gewählt. Unser neuer Liebling des Monats heißt Bodo Hombach, der gute Launemann. Fantastisch! Herr Wagner, es war knapp, aber es war Ihre Wahl, Bodo Hombach. Und damit kann ich die Fotos von Susanne Stahnke entfernen. Das war einmal Liebling Februar, einmal Liebling, das war ja Liebling Dezember, Christa Müller. Ich lasse es vielleicht drauf. Man weiß ja nie, ob man es noch mal brauchen kann. Und jetzt kommt mit modernster Computertechnik Bodo Hombach mit dazu. TESA und so sind Sachen, mit denen er auch im Kanzleramt arbeitet, um die Dienstpläne festzumachen. Ihre Wahl, und wir sind begeistert, der Liebling des Monats März, Kanzleramtsminister Bodo Hombach. Das ist der Fokus gestern Montag. Und hier ist dieser Artikel, die Weltrangliste der sehr
glücklich. Und es ist faszinierend, denn ich sehe schon, ich habe mich getäuscht. Ich dachte also Deutschland irgendwo unten falsch, bei Österreich falsch. Wir sind in guter Nachbarschaft. Deutschland auf Platz 33. Schauen Sie, Deutschland West. Was das jetzt soll, weiß ich auch nicht. Ja. Platz 33, knapp hinter Bangladesch. Ja, aber, ein echter Knaller, ein Platz vor Polen. Ja, und zwei Plätze vor Italien. Wer hätte das gedacht? Man muss sagen, wir sind in toller Umgebung. Finnland, Spanien, Bangladesch. Deutschland, Polen, Italien, Platz 30 bis 35. Diese Zahlen heißen, 13% sagen, ich bin glücklich. 69% der Befragten sagen, ich bin ziemlich glücklich. Das heißt eigentlich, 82% der Befragten können in Deutschland immerhin vor Glück kaum laufen. Und nur 18% sagen, bin nicht sehr glücklich, / unglücklich. Ja? Also das sind eigentlich Zahlen, die noch gehen. Aber wir sind natürlich neidisch, wenn wir sehen, dass in Venezuela 55% sehr glücklich sind, 39% ziemlich glücklich, ja, und nur 7% sagen, bin zu zugedröhnt, um zu antworten. Ja, schon erstaunlich, oder? Venezuela! Venezuela liegt ja ungefähr hier. Hier liegt ungefähr Venezuela, ja, hier so ist Südamerika jetzt von Ihnen aus gesehen. Von mir aus gesehen wäre es so, aber von Ihnen aus gesehen ist hier Venezuela, hier ist Südamerika, hier ist Mittelamerika und dann ist oben Nordamerika, Kanada, Alaska, hier wäre Russland, Deutschland, Australien, aber Venezuela ungefähr hier, ziemlich genau. Wir wollen in dieses Land, auf das wir neidisch sind, das geben wir zu, dort ist das Glück zu Hause, dieses Land einmal ein bisschen genauer vorstellen. Wenn man von Deutschland aus in die Karibik fliegt und ein wenig Glück hat, findet man sich bei der Zwischenlandung in einem zauberhaften Land wieder. Mexiko. Es kann aber auch passieren, dass man in Venezuela zwischenlandet. Nicht gerade das tollste Land der Welt, aber die Leute dort sprühen den ganzen Tag nur so vor Lebensfreude. Woran zum Teufel liegt das? Oberflächlich betrachtet gibt es in Venezuela vor allem zwei Dinge, Pampas und Militärs. Doch wer die Klischees hinter sich lässt, entdeckt, dass es in den Pampas Öl gibt, viel Öl. Und das macht die Venezolaner sehr, sehr glücklich. Außerdem hat Venezuela dadurch die schönsten Strände der Welt, an denen man so richtig ausspannen kann. Zugegeben, in Venezuela gibt es viel Militär. Aber niemand grüßt so freundlich wie die venezolanischen Generäle. Deshalb grüßen die Venezolaner auch stets so zurück. Glücklich macht auch, wenn man eine dermaßen miese Fußballnationalmannschaft hat wie Venezuela. Die Fans kann wirklich gar nichts mehr schockieren. Uns Deutsche dagegen. Aber vielleicht sind die Venezolaner auch nur so glücklich, weil ihr Land in extremer Höhe liegt. Die Luft ist dünn. Die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn gering. Und wer in einem solch hochgelegenen Land geboren ist, das wissen wir doch, der kann nicht mehr aufhören zu lächeln. Fassen wir also zusammen. Die Menschen in Venezuela sind die glücklichsten der Welt. Wegen dem Öl, dem freundlichen Militär und der dünnen Luft. Vor allem aber wegen dem ganz hervorragenden Kokain. Oder was haben Sie gedacht, woher sowas kommt? Historisch interessant. Das sollten Sie aus der Geschichte wissen. Gerade mal lumpige 500 Jahre ist das jetzt her, da entdeckte Alonso de Jojeda. Alonso de Jojeda den Golf von Maracaibo und gab dem Land den Namen Venezuela. Mit Bezug auf diese indianischen Pfahlbaudörfer, die dort waren. Venezuela heißt nämlich was? Klein-Venedig. Ja, so Venedigchen. Venediglein. Venezuela.
Venezuela, das ist der Name. Und die Zuschauer können jetzt entscheiden. Warum sind Menschen in Venezuela so glücklich? Ich habe gesagt, wir müssen das nachprüfen. Ich rufe jetzt in Venezuela an. Einen beliebig herausgegriffenen Venezolaner. Und Sie hier im Studio, meine Damen und Herren, Sie sollen entscheiden. Ich habe drei Hotels in Caracas zur Auswahl. Welches Hotel soll ich anrufen? Das erste Hotel hat 820 Zimmer. Ist das Hotel Hilton International. Und das zweite Hotel ist das Zamanaco Intercontinental mit 550 Zimmer. Und das dritte hat nur 200 Zimmer, aber ist ein Best Western Hotel CCT. Welches Hotel soll ich anrufen, um zu fragen, hola, wie sieht's aus? Sind Sie auch so glücklich wie der Rest in Venezuela? Wer ist für das Hilton? Niemand. Gut. Wer ist für das Zamanaco? Wer ist für das Best Western? Wieso das Best Western? Aber wieso nicht? Hier ist El Telefon. Und das hier brauchen wir auch. So. 005. Ah, so fehlt. 005. 8 Vorwahl. 295. 90611. Zeitunterschied ist 5 Stunden zu Venezuela. Also wir sind 5 Stunden voraus. Oh, weit. Da ist das Amt. Au. Hola. Do you speak English? Morning. Hello. Do you speak English? Hat mich verbunden zu jemandem, der Englisch spricht. Hello. Hello. Yes. Ist der Caracas Best Western Hotel? Best Western CCD, yes. Yes. I can help you? Yes, please. My name is Schmidt and I'm calling from Germany. Okay, the last name. Yes. Can I ask you a question, please? Yes, one moment, please. Zu glücklich, um zu telefonieren, oder? Hallo, sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? Hold on, please. Hello. Hello. Sir, may I help you? Yes. Can I ask you a question, please? Yeah. Are you happy? Yeah. Are all the people in your hotel happy? Yeah. Do you think the whole country is happy? Yes. And why do you think all people in Venezuela are happy? Hello? Hello? Why are all people there happy? Good. Why? Why? Por qué? Por qué? Gente. Hello? Hello. Are you dancing? Hello? Vor Glück auf die Gabel gefallen, oder? Anders kann man sich nicht vorstellen. Und man muss sagen, sie hat eigentlich ziemlich lange mitgemacht, oder? Wenn man sich vorstellt, man hätte vielleicht in einem deutschen Hotel angerufen mit dieser Frage, wäre doch klar, ziemlich schnell wahrscheinlich was zurückgekommen, was man vielleicht gar nicht hätte senden wollen. Oder der Hörer wäre irgendwie draufgeknallt. Mein erster Gast, meine Damen und Herren, ist glücklich, obwohl er in Deutschland lebt, auf Platz 33 zwischen Polen und Italien oder Bangladesch. Er ist ein großartiger Komödiant. Er ist auch im Rahmen seiner vielseitigen Tätigkeit die deutsche Stimme für Robin Williams. Er war im Laufe seiner TV-Karriere in über 200 Rollen zu sehen. Herzlich willkommen, Per Augustinski.
Danke. Ja, ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahllos erschienen sind. Das ist alles dummes Zeug, hat mir einer draußen gesagt, soll ich so erzählen. Ich merke, es kommt nicht an, ich habe es auch gar nicht gesagt. Sie werden sich wahrscheinlich wundern, warum ich das hier alles mitgebracht habe. Ich will es Ihnen sagen. Seit wir unsere neue Bundesregierung haben, hat sich einiges verändert, nicht? Es wird gespart, es wird gestreikt, es wird wieder gespart. Übrigens an meiner Gage heute Abend auch ein Drittel weniger, als ich sonst immer bekommen habe. Warum... das stimmt wirklich. Können Sie draußen nachlesen im Büro. Warum ich Ihnen das alles erzähle, ist Folgendes. Dieses junge, wirklich aufstrebende Orchester bekommt morgen gar keine Gage mehr. Nein, das ist wirklich wahr. Und deshalb haben Sie sich entschieden, morgen auch zu streiken. Sie wollen raus auf die Straße bei diesem Sauwetter. Nicht? Und da habe ich mir gedacht, bevor Sie morgen im Regen ertrinken, bringe ich Ihnen wenigstens noch was zu essen mit. So, hier, wenn ihr dann morgen da draußen steht, wenn es so saukalt ist, kriegt jeder von Ihnen. Ich meine, meine Damen und Herren, Sie wissen, wie das ist. Hier kommen immer Gäste rein, die gehen achtlos rechts an Ihnen vorbei, steuern sofort auf Harald zu. Ich finde, Ihnen soll geholfen werden. Und wenn ihr das morgen auspackt, nicht, dann denkt daran, was Frau Nina Ruge immer sagt, alles wird gut. Ja. So. Hat jeder? Okay. Gerne, gerne, gerne. Hallo? Herzlich willkommen. Ist es wirklich so schlimm? Nimm Platz. Das ist ein neuer Sessel? Der ist neu, den haben wir seit letzter Woche. Oh, ja. Wunderbar. Ist das dein alter Stuhl von damals? Ja. Darf ich mal sehen? Ja. Weil, meine Damen und Herren, Harald Schmidt und ich, wir haben ja was gemeinsam. Was denn? Ja, nein, das nicht, das andere. Er hat mit seiner Sendung damals vor etwas über 3 Jahren angefangen, stimmt es? Nimm doch Platz. Ja, 1995. Ja, ja. Und, 1995. Richtig. Und wir, auch schön warm. Ja. Ist das mein Wasser? Noch, ja. Und wir begannen mit einer Theatertournee gleichzeitig. Und da war ich dein erster Gast. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Du bist noch immer mit diesem Stück auf Tournee. Ja, ja, genau wie du mit diesem Stück. Ja. Wir haben mehr Zuschauer als du hier drin. Ist das wirklich ja, so? Ja gut, die paar draußen. Ne? Ja. Das ist, was wie heißt das Stück? Deckaffären im doppelten Sinne der Bedeutung. Verstehe. Ja, Boulevard. Spielt auf einem Schiff und oben drauf. Ja. Ja? Mhm. Und das heißt, du kennst jede Halle in Deutschland. Darf ich dir den Text da so rüber? Ja. Du kennst jede Halle in Deutschland mittlerweile, ja. Jedes Theater. Ja. Ja. Bist du gerne auf Tournee? Man hat ja auch viele negative Seiten, immer die Gasthöfe abends. Das ist richtig. Oh! Ja. Ja. Wir waren, neulich waren wir einquartiert in einem übrigens sehr, sehr gut geführten Altersheim. Da wurde der erste Stock vermietet an, wie nennt man uns? Schauspieler. Ja. Die Nächte waren sehr kurz, weil um 1 kommt man nachts ins Bett, wenn alles abgebaut ist, nicht? Und morgens 17:45 begann das Möbelrücken. 17:45. Ich wusste nicht, dass wir über einem Speisesaal wohnen. Ja. Da kam also ein Reinigungskommando, hat dann gerückt, sauber gemacht. 17:45 warst du wach. Um 7 fingen die Kirchenglocken an. Ja. Nicht? Jede Viertelstunde. 19:30 kamen die Schulkinder. Das war so ein Innenhof. Ja. Und um die gleiche Zeit fing dann die Bagger an. Und rauf und runter. Das waren kurze Nächte. Alles okay? Ja, noch, ja. Komm, setz dich hier wieder hin. Wieso denn? Das ist doch ein neues. Naja, jetzt hast du ihn ja wieder desinfiziert. Nimm Platz. Ja, danke. Wie ist es denn? Bist du ein sparsamer Mensch? Bist du einer, der von Hotels aus telefoniert? Oder gehst du runter in die Telefonzelle? Oder sagst du, ich mache das vom Handy aus? Ach, Handy, hör auf. Ja, vom Handy schon manchmal. Dann geht's schneller, ja. Ja. Aber im Grunde genommen mag ich Handys nicht. Nee? Nee. Nee. Wieso? Ich weiß, ist das sehr praktisch? Ja, es ist sehr praktisch, aber die Leute, wie sie damit umgehen. Also ich habe neulich ein Ding erlebt, da kommt ein Mann im Flughafen Köln an mit 2 Gepäckstücken, stellt die ab, nicht, holt sein Handy raus und, hallo? Ja, über die 23 Millionen müssen wir uns nochmal unterhalten. So nach dem Motto, hoffentlich hört man und sieht mir auch jeder zu. Nicht? Ja. Es war so peinlich, also ehrlich, ich mag sowas nicht. Wirklich? Du bist ich gehe lieber in die Ecke und mach ganz leise. Ist es richtig, dass du, um dich zu entspannen, zu Hause... Ich will nicht sagen, meditierst, aber dass du malst, dass du dich künstlerisch ein bisschen verausgabst. Ja, ich bring dich jetzt mal ein bisschen aus dem Dings raus, weil eins mit den Handys wollte ich noch loswerden. Ja. In der letzten Vorstellung, letzte Woche, ja. Das glaubst du nicht, klingelt ein Handy. Im Zuschauerraum? Im Zuschauerraum. Und ich habe gerade die letzte Szene mit meiner Frau, ich sag, hör mal, bei dir piept's. Erwartest du einen Anruf? Sagst du, nein. Na, war es auch schon wieder voll. Ich meine, das ist fürchterlich. Ja. So, und jetzt darfst du auf das andere zurück. Es hat so schön, dass du das noch erzählt hast. Ja. Nicht? Das nein. Ist doch alles mit dem Mist. Nein, nein, entschuldige, ja. dir ist was runtergefallen. Was war ich habe nur meine Lesebrille nicht mit. Kann die Kamera, wo ist sie denn? Mal ein bisschen näher hier ranfahren.
Es ist mir unangenehm. Aber ja, und du musst es den Leuten sagen, es ist zu klein, man sieht es nicht. Ja, was ist es denn? Viagra. Ach so, ja, dann nimm es, steck's doch wieder an. Hier, das war deine. Per, ist es wirklich richtig, dass du malst zu Hause? Nein, ich habe vor 20 Jahren. Ich habe gehört, das haben mir meine Mitarbeiter gesagt, du hast geschimpft, weil ich neulich hier gemalt habe und hast gesagt, nein, das wäre nichts, du könntest das besser. Das habe ich nie gesagt. Das schau mal, wir haben auch was vorbereitet. Nicht nur du hast was vorbereitet, sondern wir haben auch was vorbereitet. Ich habe das nur gesehen, aber ich konnte nichts damit anfangen, weil ich nicht wusste, auch das aber nicht. Doch, das war ein Bild, laut Umfrage das ideale Bild, sehr hell, ja. Ländliche Motive, keine Politik. Und das ist, wie wir alle wissen, ein Stillleben. Ja. Nicht, das ist nur... Oh. Das ist nur Saft. Ja. Und ich habe mir gedacht, wir beide versuchen mal dieses Bild abzumalen, dieses Stillleben. Und du könntest ja ein bisschen korrigieren, könntest ein bisschen helfend eingreifen, wenn es nicht so ist bei mir, wie dir das vorschwebt. Oder? Also, ich habe dir ja gesagt, vor 20 Jahren das letzte Mal. Ja. Du wusstest, dass das kommt. Ich wusste, dass das jetzt kommt, weil du hast es ja vorgeschlagen. Samstag, Sonntag, Montag geübt, was? Ich habe es vorgeschlagen. Hat er mir gesagt. Ich kann ratschlagen, aber wirklich? Ich kann sowas nicht vorschlagen. Ja. So, hier sind die Farben und die Pinsel. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Ja, Moment. Nee, so steht das für mich nicht gut. Das müssen wir ein bisschen drehen. Ja. Die Kanne nach hinten. Ja. Was siehst du noch? Nichts. Ich sehe es eigentlich sehr gut, weil ich wollte eben mit den Äpfeln anfangen. Ach so. Ja. Ja, aber wenn ich hier stehe, guck mal, wenn ich hier stehe, sehe ich überhaupt nichts. Wieso? Ja, guck dir das an. Ja, komm mal hierher. Nachher heißt es wieder, stimmt nicht. Stell dich bitte hier hin und sag, was du da siehst. Also ich kann sehr gut alles komplett sehen. Ja, guck, du guckst da oben drüber. Das ja, ist, hier. Hier. Ja, das ist viel schöner hier. Jetzt hast du es aber so hingestellt, wie du es haben willst. Nee, dann muss ich es wieder. Hier sind die Trauben, hier sind die Äpfel. Ja. So, ich fange erstmal an mit der Grundierung, Peer. Mit wem? Ja. Bist du eigentlich noch mit deinem Stück auf Tournee? Ja. Ja, aber... Wie heißt das Stück eigentlich? Jetzt wiederholt er sich wieder. Ich habe dir doch erzählt, es sind Deckaffären. Ach so, Deckaffären. Ja. Wie viele Personen wirken da mit? Sechs. Ja, passt doch, ne? Ja. Sechs. Und wo wart ihr, wo hattet ihr die Derniere, wie das so heißt? In welcher Stadt war? In Bochum. Wo da? Im Theater, wo denn sonst? Im Theater, natürlich. Ja, was denkst du? Ich meine, du stellst aber schon komische Fragen. Das ist völlig richtig, ja. So, ja. Per, komm mal bitte, wie gefällt dir das, was ich bisher gemacht habe? Das ist wunderbar, nur du solltest das ein bisschen... Was machst du denn mit dem Bleistift? Ja, unterstreichen. Ach so. Den Schatten. Das ist jetzt die Grundierung. Den Rattenschiss ein bisschen. Ja. Was? Und jetzt male ich hier, ich den Apfel rein. Ja gut, Gott, hier, ihr habt ja gar kein Wasser hier drin. Ach so, das... Nee, das war ja ursprünglich für mich. Über wen? So, jetzt mache ich hier, die Weintrauben sind hier rechts. Ja? Du, Per, jetzt sehe ich gerade was ganz Blödes. Jetzt läuft uns die Zeit davon. Warum? Wo läuft sie hin? Ja, weil wir oder so sagen wir, uns in welche verplaudert Richtung? Haben. Da müssen wir mit dem Bild hinterher. Ist doch alles noch gar nicht so weit. Warte, wir haben uns ein bisschen verplaudert, Per. Ich würde folgende Vorschlag machen. Komm bald wieder. Warum? Bei der wo ist das? Ist das wirklich wahr, Per? Kriegst du nur noch die ein Drittel weniger als das letzte Mal? Ist das wirklich wahr? Ja. Echt? Nein. Was ich sage, ich habe gesagt, die Hälfte soll sie dir geben. Ja, das wiederum verstehe ich dann. Seid ihr wenigstens konsequent. Also, Per, jetzt ist uns wirklich die Zeit ein bisschen weggelaufen. Darf ich mal sehen, was du machst? Nein, nichts. Das aber, du kannst es ja wirklich. Ich habe es gewusst, du kannst es wirklich. Ja, man sieht es ja nicht. Nee, Per, wunderbar. Normalerweise 5 Minuten. Jetzt kommt eine traumhafte junge Kollegin. Wer? Nova Meyer-Henrich. Ich habe es anfangs falsch gesagt. Die heißt Nova Meyer. Nova Meyer-Henrich. Meyer-Henrich. Ich habe Meyer-Heinrich gesagt. Das ist richtig, das ist falsch. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Warum bist du so traurig? Ich bin nicht traurig. Mein nächster Gast ist seit November 1998 die neue Moderatorin von Bravo TV, sonntags RTL 2. Herzlich willkommen, Nova Meyer-Henrich. So, entschuldige nochmal, dass ich beim allerersten Mal ganz zu Anfang deinen Namen falsch angesagt habe. Das passiert. Ja? Aber es ist wirklich, dein Name ist kein Künstlername. Nova Meyer-Henrich. Nee, das ist alles echt. Ja? Kann ich garantieren. Nova, heißt das irgendwie neu oder was hat das mit spezieller Bedeutung? Das hat so eine kleine Bedeutung um meinen Geburtstag. Ich bin halt Weihnachten geboren. Nova kommt aus dem Griechischen, heißt neuer Stern. Weihnachten ist ein Stern aufgegangen. Und ja, meine Eltern haben da eine ganz gute Idee gehabt, glaube ich. Weihnachten geht ein neuer Stern. Ja, verleitet das nicht auch dazu, dass dann Journalisten und sowas dann immer Spiele, damit man ein neuer Stern? Ja, ständig. Also seit ich irgendwie auch im Moderationsjob tätig bin, glaubt mir kein Mensch mehr, dass es mein eigener Name ist. Das ist so der. Aber ich meine, deine Geschwister haben auch sehr ausgefallene Namen, ne? Ja. Wie heißt die Ole? Gut, das ist noch nicht so. Ja? Olo?
Golo. Und Sören. Das heißt, du bist die einzige, das einzige Mädchen, drei Brüder. Genau. Bist du die Älteste, die Jüngste? Ich bin die Älteste. Und das war echt harte Schule. Wirklich wahr? Ja. Das sind deine Brüder. Sehen aber sehr zivil aus und sehr manierlich, ne? Oder? Oh und, ja, sie haben sich heute nett zurechtgemacht. Du kommst aus dem schönen Münsterland. Wie kommt man denn als nettes Mädchen aus dem Münsterland zu Bravo TV? Grundsätzlich bin ich erst aus dem Münsterland vor 6 Jahren weggegangen, um zu studieren. Wohin? Ins Ruhrgebiet. Ja. Und habe da mein Studium angefangen. Was ist das? Was studierst du? Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Soziologie. Also das hat ja schon ein bisschen was mit dem Fernsehen zu tun, ne? Kommunikationswissenschaft, ja. Und alles andere war dann Zufall. Also vor 2 Jahren hing dann da so einsam und allein am schwarzen Brett in der Uni ein Zettel, wo drauf stand Moderatorin gesucht für Jugendmagazin. Und ich war so frei, mich da zu bewerben. Und das war dann mein erster Job. Also völlig ins Blaue hinein. Das war aber noch nicht gleich Bravo TV, ne? Nein, das war ein Jugendmagazin für den MDR damals. Das ist, was ihr wollt. Und das war so, ja, meine Gelegenheit, Feuer zu fangen bei der ganzen Sache. Das heißt, du bist noch nie vor einer Kamera vorher gestanden? Nee. Hast noch nie moderiert? Nee. Hast auch nicht Theater gespielt? Nee, ich wollte einfach nur hin und mal gucken, wie so ein Casting abläuft. Das war eigentlich alles. Und dann haben sie dich gleich genommen. Ja. Das ist ja eigentlich unglaublich, ne? Also ich meine, wie rasant und ohne irgendwelche Vorbereitung. Aber wahrscheinlich hast du überzeugt, weil du natürlich und frisch rübergekommen bist. MDR, wo war das? Das wurde produziert in Essen. Von der Produktionsfirma in Essen. Ja. Also das war bei der MDR, die sitzt ja irgendwo in Dresden oder was. Da musst du nicht hin. Nein, nee, da musste ich nicht. Das wurde hier gemacht. Genau. Jetzt ist mit Bravo TV das Schöne, du bist ja sehr, sehr viel überall in der Welt unterwegs. Du warst in Kapstadt, Los Angeles und so weiter. In welchem Abstand sind diese Reisen? Bist du auch mal zu Hause? Selten. Also jetzt im Februar waren es, glaube ich, 3 oder 4 Tage, die ich zu Hause in meiner Wohnung war. Und die nicht am Stück. Ja, Kapstadt war Ende Januar, Los Angeles vor 2 Wochen. Und also ist alles relativ beieinander gewesen. Kriegst du da auch was mit von den Städten? Also ein bisschen. Also wir drehen ja auch, wenn wir vor Ort sind, nehmen wir natürlich auch Impressionen von dem Ort, wo wir drehen, mit, um das natürlich auch zu vermitteln. Und dadurch kriegt man ziemlich viel, zwar in kurzer Zeit mit, aber man sieht dann schon noch was. Man hat dann zwar jetzt nicht die Zeit, sich privat das alles noch anzugucken, aber von Kapstadt habe ich zum Beispiel unheimlich viel mitbekommen. Wir haben an allen möglichen Orten gedreht. Dieter Bohlen war jetzt auch in Kapstadt mit Modern Talking. Ja, habe ich auch gehört. Die waren ungefähr sogar zur selben Zeit da wie wir. Aber ihr habt euch nicht zufällig getroffen, ne? Nein. Mit wem warst du in Kapstadt? Mit Sascha. Mit dem Teenie-Idol Sascha. Ja. Ja. Wie ist das? Läuft man da auch Gefahr, dass man selber sich dann in so einen begehrten Künstler verliebt, wie Sascha zum Beispiel? Also die Mädchen sind ja völlig verrückt nach ihm. Ja? Das habe ich auch gehört. Nee, ist ja auch kein Wunder, aber nee, eigentlich gar nicht. Also wir haben da einen total klasse Dreh gehabt. Er hat sein neues Video da gedreht und wir haben das halt begleitet und ein bisschen mit ihm Kapstadt erobert. Und ja, das war richtig. Und Los Angeles? Toll. Was war das? Los Angeles war ich mit NSYNC. Das sind Holländer, glaube ich, ne? Oder? Nein. Das ist auch eine 5-köpfige Boygroup, sage ich jetzt mal, aus den USA. Also Aha. Nachfolger der Backstreet Boys, sage ich ja immer. Die schreiben sich so komisch. Apostroph, Sync, Y. Genau. Ne? Ja, weiß keiner, was bedeutet, oder? Doch, das heißt, einerseits wohl sind das die letzten Buchstaben der 5 Vornamen und andererseits heißt es wohl noch so in sich synchron sein. Also so, wir untereinander. Geläufiger Titel eigentlich, ne? In Sync. Man kann's, wenn man es einmal weiß, macht es ja dann Sinn. Um es auszusprechen, das geht, ja. Hast du dein Studium abgeschlossen? Ich bin eigentlich, also ich habe seit 2 Jahren alle Scheine, alle Vorlesungen, alles und komme jetzt einfach zeitmäßig nicht dazu, meine Magisterarbeit zu schreiben. Ich hasse mich selbst schon dafür, aber ich habe es vor. Was wäre denn das Thema der Magisterarbeit? Parasoziale Interaktion, am Beispiel vom Jugendfernsehen. Parasoziale Interaktion. Parasozial. Ja. Also, das ist nicht richtig sozial, oder? Nein, das ist die Beziehung, zwischen dem Fernsehmoderator und seinem Publikum, vor dem Fernseher daheim. Musst du dafür dann Forschung betreiben oder schreibst du das aus anderen Büchern zusammen? Nee, man muss sich schon ein Format raussuchen, also eine Sendung, die man untersucht. Ja, könntest du das an der Hand deiner eigenen Sendung machen? Könnte ich, ist aber ein bisschen also man sollte es nicht an sich selbst machen, glaube ich. Also ich habe da auch schon was im Kopf, was ich Zum Beispiel? Mache. Ich würde gerne Tobi Schlegel nehmen, für cool. Das ist seit 2 Jahren geplant, Tobi, verzeih mir, wir sind echt noch nicht dazu gekommen. Das ist Viva? Das ist Viva, ja. 1, 2, 3, 4, 1. 1. Viva. Man kommt ja ganz durcheinander mit diesen ganzen Jugendsendungen und manchmal weiß ich auch nicht mehr, ist es der Moderator oder einer aus der Boygroup. Aber das ist ja auch fließend. Ne? Ja, doch, teilweise schon. Tobi, warum gerade Tobi? Kennst du ihn näher? Ich kenne ihn ganz flüchtig nur. Ich habe ihn kennengelernt, weil ich ihm halt das vorgestellt habe, hast du Lust, das mit mir zu machen? Ja. Und da haben wir uns halt kurz kennengelernt und er darf in seiner Sendung, hat Narrenfreiheit. Er darf machen, was er will und das ist gerade das Beneidenswert. Spannende. Ja, super. Und das hat es interessant gemacht. Aber wie das läuft und wie du dich präsentierst hier, wird das natürlich sehr gut weitergehen mit dem Fernsehen und du wirst gar nicht so schnell dazukommen, die Magisterarbeit zu schreiben, ne? Willst du auch noch promovieren? Nee, ich glaube nicht. Also Magister, dann bist du
Was könntest du denn? Ich habe Magister in Kommunikationswissenschaft. Ja, was kann man damit machen? Ich wollte früher eigentlich immer in die Werbebranche und Medienbranche, so hinter den Kulissen. Hatte das auch vorbereitet, habe in der Werbung lang gearbeitet. Und ich denke mal, man kann überall einsteigen. Alles, was mit Werbung, Kommunikation, Medien im weitesten Sinn zu tun hat, ist man da gut vorbereitet mit. Wie alt bist du? 25. Schon eine eigene Fernsehsendung, Studium so gut wie fertig, in der Welt unterwegs. Das ist ja ein Glückskind, oder? Warum lebst du nicht in Venezuela? Ja, das wäre das Land für dich. Wäre das doch so? Ja. Sehr gut, dass du das gemacht hast, Nova. Ja, ich danke dir. Ja, danke dir. Ich wünsche dir weiterhin toi, toi, toi. Das wird bestimmt im Fernsehen toll für dich laufen. Und das Studium machst du nebenher halt auch noch fertig. So, ja? Und komm wieder und erzähl uns, wie das läuft. Tschüss, Wiedersehen.